im Bahnhof Lauscha am 25. Februar. Einige Bahnarbeiter sind dabei, die Weichen frei zu schaufeln und immer mehr Eisenbahnenthusiasten finden sich hier eine Stunde vor Ankunft der 95er an der Strecke ein. Im Bahnhof Lichte haben wir vor circa einer Stunde die erste 95er gesehen. Wir sind durch Zufall genau zu dem Moment an der Bahnschranke angelangt, als diese Lok vorbeikam. Herrlicher Sonnenschein. Heute Morgen sind wir in Meißen weggefahren. Um 8.40 Uhr bis zur Autobahn haben wir fast 1,5 Stunden gebraucht. Für die ersten 18 Kilometer benötigten wir eine Stunde. Es war ein Schneechaos im Sachsenland. Und hier scheint nun die Sonne. Diese Schneeräumeinheit steht hier im Bahnhof Lauscha. Solch ein Riesengerät habe ich auch noch nicht gesehen. Die 58er der Ulmer Eisenbahnfreunde fährt ein. Die 58er steht nun im Bahnhof Lauscha. Sonneberg kommend hat Einfahrt eine 219. Die 95er fährt nach Lauscha ein. Sie kommt aus Sonneberg. Kirchturm von Lauscha. Das Ausfahrtssignal ist geöffnet. Und nun müsste die 95er kommen.
Da ist sie schon. Sie hat Kopf gemacht in Lauscha.
Einfahrt in Lauscha am Freitagmorgen. Ey, von hier nehmen wir die Ausfahrt. Hör mal, auf dich, Großschnauze, haben wir gewartet. Oh Gott, filmst du? Muss man natürlich sagen.
26. Februar 1953. Es ist 15.50 Uhr und vor mir steht keine Dampflok, sondern eine Delikatesse. Etwas, was man so schnell nicht wieder aufs Band bekommen wird. Ich will hoffen, dass sie jetzt in Richtung Coburg rausfahren wird. Steht gegen 16 Uhr in Sonneberg in der Sonne. Eine 219er auf die Drehscheibe.
Die Sonne ist verschwunden. Und die 65er setzt sich noch einmal vor einem Personenzug in Richtung Meiningen. Damit für heute bewenden und freue mich auf eine heiße Dusche im grünen Baum. Am Samstagmorgen kurz vor 7:30 im BW in Sonneberg. Die 65er fährt in den Bahnhof. Nein, es ist die 95er. Und im Hintergrund steht die 58er vor der Drehscheibe. Ausfahrt aus Sonneberg in Richtung Probstzella. Die E95 ist gerade hier raufgenonnert. Der Personenzug nach Sonneberg fährt jetzt runter. Ich stehe auf dem Viadukt in Lauscha.
bei strahlendem Sonnenschein, heute mit indirekter Beleuchtung. Wir warten auf die Dampflokomotiven und hier werden gerade von den Kindern einige Pferde von der Weide geholt. An der Bahnhofsausfahrt postieren sich die Fotografen. Die ganze Sache ist circa 1,5 Kilometer Luftlinie von hier entfernt. Und die Lokomotive mit ihrem kurzen Zug wird gleich über den Viadukt fahren und auch kurz hier bei uns vorbeikommen. Die 58er und die 95er
ziehen nun gemeinsam den Zug nach Eisfeld. Intermezzo der Deutschen Reichsbahn. Eine 219er. Und am Ende eine 132er. Die letzten Minuten unserer Eisenbahnromantik, die wir hier im Schnee in Thüringen erleben durften. Wir stehen im Bahnhof Mengersgereuth-Hämmern. Es schneit. Samstagabend um 17 Uhr. Wir hoffen, dass wir noch die 58er erleben können. Und dann soll Schluss sein. Morgen ist hier noch einiges los. Aber morgen werden wir nach Hause fahren und uns diese Bilder in aller Gemütsruhe in Wels ansehen. Der Schneefall wird immer stärker und ob wir um 17.30 Uhr noch genügend Licht haben, müssen wir jetzt anzweifeln.